Meine Damen und Herren, wir wollen uns heute mit einem Objekt beschäftigen, das erst vor kurzem für das Ägyptische Museum in München erworben worden ist, das aber bereits vor mehr als 30 Jahren schon einmal in München war. Wir hatten damals, 1985, den Internationalen Ägyptologenkongress in München veranstaltet und aus diesem Anlass eine kleine Sonderausstellung zusammengebaut unter dem Titel Entdeckungen ägyptische Kunst in Süddeutschland. Ausschließlich Objekte, die wir in Privatsammlungen im Lauf der Jahre entdeckt hatten. Und dabei war auch diese Statue, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Wenn ich sage Statue, dann denken Sie natürlich gleich an etwas Größeres, vielleicht sogar lebensgroßes. Aber diese Figur ist gerade einmal 33 Zentimeter hoch. Damit aber ist ein Spezifikum der ägyptischen Kunst ganz generell angesprochen. Der formale Aufbau einer ägyptischen Statue folgt strengen proportionalen Regeln. Und dieses strenge Regelwerk lässt auch kleine Stücke durchaus großformatig, manchmal geradezu monumental erscheinen, mit anderen Worten. Es ist eigentlich gleich, ob so eine Figur klein oder groß ist, sie folgt den gleichen künstlerischen Grundprinzipien. Diese Figur ist eine männliche Figur mit einem erstaunlich kleinen Kopf übrigens. Sie ist unterhalb der Knie gebrochen, Unterschenkel und sicher vorhandene Basisplatte sind nicht erhalten geblieben. Das Gesicht dieses Mannes wirkt mit seinen großen Augen ausgesprochen lebendig. Ein kleiner Mund, die Nasolabialfalten von der Nase zu den Mundwinkeln sind tief eingekratzt und die Augenbrauen plastisch aufgesetzt. Den Kopf umschließt eine kugelige Löckchenperücke, die in kleine Löckchen gelegt ist. Was auffällt, dass der Kopf im Vergleich zur Schulterbreite und zur Größe der ganzen Figur ausgesprochen klein ist. Das könnte ein Datierungskriterium sein, ist aber nicht ganz sicher. Und wenn wir uns dieses Stück von hinten anschauen, dann entdecken wir ein strukturales Element, das bei vielen, vielen ägyptischen Statuen nicht fehlen darf, nämlich den Rückenpfeiler, der hier bis in Nackenhöhe hochreicht und der die Vertikale eines Raumsystems andeutet, in das die Figur hineingestellt ist. Er würde, wenn die Figur ganz erhalten wäre, durch die rechteckige Basisplatte ergänzt, sodass ein dreidimensionaler Raum, ein virtueller Raum um die Figur herum entsteht. In diesem unsichtbaren, aber erahnbaren Raum, der durch Rückenpfeiler und Basisplatte angegeben ist, gewinnt die Figur ihre Plastizität. In ihm bewegt sie sich und wenn ich sage bewegt, dann begehe ich da eigentlich ein Sakrileg in der ägyptologischen Terminologie, denn da heißt so eine Figur natürlich Standfigur. Ich habe aber aus gutem Grund diesen Figuren schon vor vielen Jahren einen anderen Namen gegeben, nämlich Standschreitfigur,
ein Wortungetüm, das im Deutschen gerade noch geht, das aber zum Beispiel im Französischen, das ja in der Ägyptologie eine wichtige Rolle spielt, als Statue debout dans l'attitude de la marche ein noch längeres Wortungetüm bildet. Trotzdem, erfreulicherweise, hat sich dieser Terminus in der Ägyptologie eingebürgert. Und das ist darauf zurückzuführen, dass diese Figur eben nicht nur steht, das tut sie zwar, weil vom Kopf bis in das rechte Bein eine Senkrechte verläuft, sondern weil sie gleichzeitig auch ausschreitet mit dem linken Bein und dem vorgesetzten Fuß. Und diesem Ausschreiten des linken Beins, das in dieser Statue ja nicht erhalten ist, folgt auch die Haltung, wie Sie hier sehen können, des linken Armes, der nicht, wie der rechte Arm, den man so genau gar nicht erkennen kann, senkrecht verläuft, sondern der Bewegung des linken Beines folgend leicht nach vorne genommen ist. Ich nenne das eine virtuelle Bewegung, eine Bewegung, die jederzeit stattfinden könnte, so als ob man nur lang genug warten müsste. Und in dieser ihrer Haltung ist diese neue Figur im Münchner Museum eine wunderbare Ergänzung zu einem Objekt, das direkt neben ihr ausgestellt ist, ganz am Anfang des Rundgangs durch das Museum, wenn man die große rampenartige Treppe hinuntergegangen ist in den Saal Kunst und Form, dann tritt einem diese Figur entgegen. Sie stellt, wie die Inschrift sagt, den Flötenspieler Ippi dar. Und wir wissen aus einer ganzen Reihe von Argumenten, dass er unter König Snofru am Anfang der 4. Dynastie, das heißt um 2600 vor Christus, am königlichen Hofe als Hofmusikant tätig gewesen ist. Und in dieser Statue des Ippi ist das, was bei der neu erworbenen Statue durch das Fehlen der Beine auf den ersten Blick nicht so deutlich zu erkennen ist, wunderbar zu sehen. Das rechte Bein senkrecht gestellt, das linke Bein diagonal nach vorne gesetzt, der Fuß, der linke Fuß, eine Fußlänge vorgesetzt. Und das ist nur möglich, indem man als Künstler das linke Bein etwas länger macht als das rechte. Der wäre also gehumpelt, wenn das eine anatomisch korrekte Darstellung wäre. Aber das ist es ja nicht. Das ist die Darstellung jener virtuellen Bewegung, von der ich gerade gesprochen habe. Und wenn bei der neu erworbenen Figur die Basisplatte erhalten wäre, dann würden wir auch sehen, dass sich ihr Kopf leicht nach links wendet, dass sie uns, wie auch hier bei Ippi, nicht wirklich anschaut, wenn die Basis mittig aufgestellt wird. Das sehen wir uns hier mal an. Ich habe bei diesem Foto versucht, die Figur rein frontal aufzunehmen, aber Sie bemerken vielleicht, dieser Mann schaut sie nicht an. Er schaut ihnen nicht in die Augen, sondern er schaut von innen aus gesehen ein klein wenig nach rechts. Und wenn wir ihn so drehen würden, dass er ihnen genau in die Augen schaut, dann würde seine nicht vorhandene Basisplatte ein klein wenig nach links rutschen. Das Außergewöhnliche an dieser Figur aber ist nun, dass sie an zwei Stellen eine ungewöhnliche Besonderheit aufweist. An zwei Stellen erscheint je eine Hand. Und es ist ganz klar, es können nicht die Hände des dargestellten Mannes sein, sondern es sind die Hände einer anderen Figur, die, wie man am Bruch sieht, von uns aus gesehen, auf der linken Seite von ihm steht, also zu seiner Rechten. Die eine Hand links im Bild
legt sich an seinen Ellbogen, an seinen rechten Ellbogen. Die andere Hand rechts im Bild liegt auf der linken Schulter des Mannes. Und wenn wir uns von der Seite und von oben und von hinten das noch einmal anschauen, dann wird uns klar im rechten Bild deutlich erkennbar, dass die Figur, die auf der rechten Seite des Mannes gestanden hat und heute fehlt, ihren linken Arm um seinen Rücken legt und die linke Hand auf seine linke Schulter. Von oben betrachtet, im mittleren Bild, können wir das noch einmal sehen. Daraus ergibt sich ohne jeden Zweifel, dass diese Männerfigur keine Einzelfigur war, sondern Teil einer Gruppenstatue, einer Paarstatue, ein Mann, auf dessen rechter Körperseite eine andere Figur steht, die ihn mit beiden Armen und beiden Händen umarmt. Für diesen Statuentypus nun gibt es eine Fülle von Parallelen in der ägyptischen Kunst. Und diese Parallelen zeigen uns übrigens auch aufgrund der Ikonografie, das heißt der Perückenform, aber auch aufgrund der Stilistik, dass es sich bei unserer neu erworbenen Figur um ein Werk des Alten Reiches, der Pyramidenzeit, handelt, wahrscheinlich aus der 5. oder 6. Dynastie, das heißt um 2400 bis 2250 vor Christus. Die Haltung, die auf der neu erworbenen Figur sich nur aus der Bruchfläche und den beiden Händen ergibt, ist in dieser Figur im Münchner Museum nun komplett erhalten. Die Frau steht gleich groß wie der Mann, das wollen wir festhalten, denn diese gleiche Körpergröße weist auf die Gleichrangigkeit der beiden Geschlechter im altägyptischen Menschenverständnis hin. Die Frauenfigur legt ihre eine Hand auf die Armbeuge des Mannes, der Unterarm ist waagerecht zur Seite genommen, und die andere Hand geht um seinen Körper herum. Was uns hier schon auffällt, ist, dass die Frau im Gegensatz zur neu erworbenen Münchner Figur nicht auf der rechten Körperseite des Mannes steht, sondern auf der linken. Das ist natürlich nicht Zufall, sondern das hat ganz bestimmte Gründe. Das sehen wir bei vielen, vielen anderen ägyptischen Doppelstatuen, vor allem des Alten Reiches, aus denen, wenn sie beschriftet sind, hervorgeht, dass eine Frau, die auf der linken Seite ihres Mannes steht, seine Ehefrau ist. Während der Ehrenplatz auf der rechten Seite des Mannes in der Regel seiner Mutter vorbehalten ist. Diese Regel gilt nicht immer, aber rein statistisch gesehen ist es ganz klar, dieses Regelwerk, die Mutter steht rechts vom Mann, die Frau steht auf seiner linken Seite. Und dazu kann uns das Münchner Museum gleich wieder ein schönes Beispiel bieten. Eine Gruppenstatue von Mann und Frau. Ich stelle jetzt die Frau gleich an erster Stelle, Mann und Frau, um ihre Gleichrangigkeit mit dem Mann besonders zu betonen. Eine Sitzfigur zwischen den beiden war, wie man an den kleinen Füßchen unten erkennen kann, noch ihr Sohn dargestellt. Und das Interessante an dieser Figur ist wiederum das Umarmungsmotiv. Von vorne sehen wir lediglich die Hand der Frau unter der rechten Achsel des Mannes. Und dann gehen wir einmal, und das geht in München sehr leicht, weil Rundplastik, wie es eigentlich in allen Museen sein sollte und kaum irgendwo gemacht wird,
in München frei aufgestellt ist, sodass sie von allen Seiten gesehen werden kann und übrigens auch von hinten beleuchtet wird und nicht nur von vorne. Also, wenn wir um diese Sitzgruppe in München herumgehen, dann sehen wir, wie die Frau mit einer geradezu energischen Bewegung ihren Arm um den Rücken des Mannes legt. Und gerade in diesem Umarmungsmotiv wird die Dominanz der Frau im Sozialsystem, auch im Familienverbund, ganz deutlich zum Ausdruck gebracht. Wir haben bislang Beispiele aus der Zeit gesehen, in die die neu erworbene Münchner Figur zu datieren ist, aus dem Alten Reich, aus der Pyramidenzeit. Aber München bietet uns auch weitere Beispiele für dieses Miteinander von Frau und Mann aus anderen Epochen. So zum Beispiel in dieser Gruppenstatue, wo die Frau ihren Mann ebenfalls umarmt, aber wir können sowohl am Gewand als auch an den ganz anders gestalteten Perücken unschwer feststellen, abgesehen von den Inschriften, dass es sich hier um ein Werk aus der Ramessidenzeit handelt, also mehr als ein Jahrtausend nach der Pyramidenzeit. Diese Kontinuität in den Grundprinzipien der ägyptischen Kunst ist ja ein Charakteristikum Altägyptens überhaupt. Und aus derselben Zeit, aus der Ramessidenzeit, stammt schließlich auch diese Münchner Gruppe, relativ kleinformatig. Und hier ist nun die Verteilung von links und rechts so erfolgt, wie sie bei der neu erworbenen Statue des Alten Reiches gegeben ist. Die Frau ist auf der rechten Seite des Mannes dargestellt. Und hier handelt es sich, wie auch aus der Inschrift hervorgeht, es ist eine ramessidische Figur wiederum, um die Mutter des Dargestellten. So haben wir also, obwohl nur die beiden Hände erhalten sind, bei der Münchner Figur einen eindeutigen Hinweis, dass dieser Mann mit seiner Mutter dargestellt gewesen ist. Sie stand in gleicher Körpergröße neben ihm, hatte sicherlich auch einen eigenen Rückenpfeiler und beide standen auf einer gemeinsamen Basisplatte. Ich möchte dieser Spurensuche ausgehend von Händen noch ein klein wenig nachgehen und zeige Ihnen hier ein ganz bekanntes Stück des Münchner Museums, einen männlichen Torso aus der späten 18. Dynastie, aus der Nach-Amarna-Zeit, das heißt so um 1320 vor Christus eventuell. In der Vorderansicht links muss man schon genau hinschauen, um zu erkennen, dass im Bild links auf der rechten Seite deutlich erkennbar eine Bruchfläche verläuft, die ebenfalls darauf hinweist, da war noch etwas. Und was da war, das wird uns klar, wenn wir wiederum auch hier hinter die Figur treten und auf dem rechten Schulterblatt des Mannes eine Hand sehen, die ganz offensichtlich von der im rechten Bild links von dem Mann sitzenden Frau stammt, die ihren Arm um seine Schulter legt. Da sehen Sie übrigens, wie wichtig es ist, dass man Statuen so aufstellt, dass sie allseitig betrachtet werden können. Und nicht weit von diesem Stück sehen Sie im Museum einen ganz aufregenden und eindrucksvollen Porträtkopf, der ebenfalls zu unserem Thema passt. Wir sehen an ihm direkt
zwar kein Indiz, dass er von einer Gruppenstatue stammt, aber es ist mir 1980 gelungen, nach der Erwerbung dieses Kopfes für das Münchner Museum im Museum in Kairo mehr oder weniger zufällig eine Gruppenstatue zu entdecken, auf die der Münchner Kopf millimetergenau aufpasst. In diesem Bild ist ein Abguss des Münchner Kopfes auf die kopflose Statue in Kairo aufgesetzt. Ich habe diesen Abguss mit nach Kairo genommen eines Tages und mit Mohammed Saleh, dem damaligen Museumsdirektor, die Probe gemacht, passt er oder passt er nicht. Dass ich darauf gekommen bin, dass dieser Kopf auf die Statue in Kairo passt, liegt einfach daran, dass die unteren Enden der in Kinnhöhe gebrochenen Perücke auf den Schultern der kopflosen Statue erhalten geblieben sind. Und ich bin beim Auspacken der Tutanchamun-Ausstellung in Kairo tagelang immer an der kopflosen Gruppenstatue vorbeigegangen und irgendwann fiel mir auf, Mensch, diese Perückenstruktur, die kenne ich doch von irgendwoher. Und dann fiel mir ein, das ist ja genau die Haarstruktur wie bei dem Münchner Kopf und siehe da, die passten zusammen und heute befindet sich auf der Dreierstatue in Kairo der Abguss des Münchner Kopfes. Die Statue ist Gott sei Dank kopflos, bereits 1907 im Nildelta gefunden worden. Und es hat deshalb auch nie Bemühungen der ägyptischen Seite gegeben, den Kopf nach Kairo zurückzuführen. Ob hier wiederum die Verteilung von Gemahlin und Mutter rechts und links gegeben ist, lässt sich leider nicht mehr mit Sicherheit sagen, obwohl Inschriften vorhanden sind. Aber die Inschriften auf der kopflosen Kairo-Statue, auf der heute der Abguss aus München sitzt, diese Inschriften sind später als die Statue selbst. Sie sind eine sekundäre Zufügung. Der Kopf und die Statue gehören, wie ich sagte, in die späte 18. Dynastie. Die Inschriften stammen aus der dritten Zwischenzeit, aus dem frühen ersten Jahrtausend vor Christus. Damit ist die neue Männerfigur, neben der wir jetzt vor unserem geistigen Auge die Frauenfigur stehen, sehen, eingebaut in ein Netzwerk von Objekten, die wir in München im Museum zeigen können. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, der für Museumsführung eine ganz entscheidende Rolle spielt. Man kann, wenn man zum Beispiel vor dieser Statue steht, auf die Dreiergruppe verweisen, kann auf die neu erworbene Figur Mann und Frau verweisen und man kann, wenn man zum Beispiel vor dieser Stele steht, darauf hinweisen, dass Frau und Mann im alten Ägypten vielfach und vielfach nebeneinander gleichrangig zu sehen sind, wie hier auf dieser Stele, wo hinter dem Mann seine Frau beim Opfer vor Osiris dargestellt ist und im unteren Register die Kinder des Ehepaares, ausschließlich Töchter, in einem Land heute in Ägypten, wo man Söhne haben will, ausschließlich Töchter mit einem gewissen Stolz, würde ich sagen, präsentiert werden. Übrigens aufgrund ihres Gesichtsausdrucks offensichtlich nach ihrem Lebensalter sortiert. Die Älteste steht vorn und die Jüngste steht hinten. Wir wollen uns noch ein paar weitere Beispiele dieses Nebeneinander von Frau und Mann in anderen Museen anschauen. Ich brauche jetzt die Grundprinzipien des Umarmungsmotivs und die wichtige Rolle, die hier die Frau spielt, nicht weiter zu betonen. Und dieses Prinzip der Gleichrangigkeit der beiden Geschlechter gilt
auch für das Königshaus. Wir sehen hier ein weltberühmtes Stück im Museum of Fine Arts in Boston aus den Grabungen von George Reisner in Giza bei den Pyramiden des Alten Reiches. Der König Mykerinos, der Erbauer der kleinsten der drei Giza-Pyramiden, und seine Gemahlin Kha Merer Nepti. Und genau wie bei unserer neu erworbenen Münchner Statue, die eine Hand in die Armbeuge des Mannes gelegt, die andere Hand um seinen Körper, sodass nur das Händchen sichtbar wird. Daraus entnehmen wir, dass auch im Königshaus und damit in der hohen Politik die Frau eine ganz entscheidende Rolle spielte. Das lässt sich wunderbar dann an dem neuen Stück thematisieren. Es gibt Ausnahmen von dieser Regel, wie zum Beispiel diese Statue, wiederum im Museum of Fine Arts in Boston, wo ausnahmsweise einmal der Mann seine hier kleiner dargestellte Frau umarmt und ihr seinen linken Arm über die Schulter legt und die Hand auf ihre Brust. Das ist eine einzigartige Darstellung, die auch den Kunstgeschichtlern in der Ägyptologie immer wieder ein klein wenig Kopfzerbrechen bereitet hat. Und wir haben letztlich keine Erklärung dafür, warum es auch zu einer solchen Darstellung kommen kann. Die Statue ist zweifellos echt, denn manchmal finden wir ja den Ausweg aus einem kunsthistorischen Dilemma dadurch, dass das problematische Objekt zur Fälschung erklärt wird. Dieses Stück stammt aber aus sicherem Grabungszusammenhang. Wenn ich von Fälschung spreche, dann zeige ich Ihnen hier einen weiteren Beleg. Ein Mann, neben ihm auf seiner linken Seite, also seine Frau. Und hier ist eine Besonderheit, die Ihnen vielleicht gleich aufgefallen ist. Die Frau umarmt den Mann nicht, sondern er greift mit seiner Hand ihre Hand. Das ist nun gänzlich ungewöhnlich. Und bei dieser Statue haben wir sowohl in der Bemalung als auch im Stil der Gesichter mit ihren Glubschaugen und den viel zu kleinen Füßen eine ganze Fülle von Kriterien, die es uns erlauben, diese Statue als eine moderne Fälschung zu identifizieren. Ich habe darüber während meiner Zeit als Direktor am Berliner Museum auch etwas publiziert. Ich wollte mit der längst gemachten Beobachtung warten, bis ich in Berlin war, um nicht von außen über meine Berliner Kollegen herzufallen. Aber so, wo es sozusagen in meinem eigenen Museum war, konnte ich das. Dann kam gleich eine Reaktion in einem langen Artikel in der Revue d'Égyptologie, dass das nicht stichhaltig sei. Ich bin aber zutiefst überzeugt. Und Ausgangspunkt war für mich, dass der Mann der Aktive ist und nicht die Frau, dass es sich hier um eine moderne Fälschung und nicht um ein Werk des Alten Reiches handelt. So hat uns diese neu erworbene Münchner Figur eine Fülle von Themen mitgebracht, die an ihr, wenn ich so sagen kann, aufgehängt werden und von denen ausgehend man immer wieder Korrespondenzen im Museum findet. Vor allem aber ist natürlich dieses Stück gerade in seinem fragmentarischen Zustand ein wunderbarer Anlass, vor allem bei Schulklassen, zu fragen, sagt mal, fällt euch an dieser Figur irgendetwas auf? Und sicherlich werden gleich die Finger gehoben und man sagt, ja, das sind zwei Hände, wo kommen die denn her und wo gehören die denn hin? Und das ist natürlich ein besonderer Glücksfall, wenn man gleich von vornherein die Zuhörerinnen und Zuhörer mit einbinden kann und zum kreativen Schauen veranlasst.
Insofern ist dieses Stück eine Glückserwerbung für das Münchner Museum. Ich danke Ihnen.